So, diese bildschöne Stute, das ist Freya von Egidienberg, eine Fager vom Fjackhof-Tochter. Und die Mutter ist Flicker von Egidienberg gewesen, welche eine Niklas vom Wiesenhof-Tochter ist. Okay, und Jeanette wird sie vorstellen. Die Stute ist 8 Jahre alt, noch nicht sehr viel geritten aufgrund von Zuchteinsatz. Noch mal etwas zur. Jeanette, du lässt dir Zeit, ganz in Ruhe. Zur Abstammung der Fagür ist ja ein Sohn von Faunifer Hafsteinstödum, der langjährige Hengst von Kali Zingsheim. Fauni war selber Zuchtweltmeister vor, keine Ahnung, sehr vielen Jahren bei der WM in der Schweiz. Fauni ist ein Sohn von dem bekannten Fake-Fafsteinstödum. Die Mutter Flicker ist eine Tochter von Flüxfin vom Schönbach. Und jetzt muss ich ein bisschen weit ausholen. Diese Flüxfin vom Schönbach ist eine Tochter gewesen von Bleis Kiona. Und Bleis Kiona ist ein bildschöne Stute gewesen, die vor, keine Ahnung, vielen, vielen Jahren für Frankreich auf der WM gelaufen ist. Annette Lang hat sie immer geritten. Sehr, sehr schönes Pferd. Und ja, und diese Flüchsin vom Schönbach, die war zusammen mit Niklas vom Wiesenhof ja auch Zuchtweltmeister, noch ein paar Jahre früher als der Fauni. Das war damals in Österreich, in Weißdorf der WM, wo ich ihn selber geritten habe und Zuchtweltmeister geworden bin. Also nicht ich, sondern das Pferd. Und daraus haben wir die Stute Flicker gezogen. Und diese haben wir dann zusammengetan mit Fagür. Fagür ist ein wunderschöner Fünfgänger, toller Rennpasser, toller Charakter und so weiter. Und haben daraus jetzt die Freya bekommen. So wie man es jetzt sieht, so weit ist sie geritten. Sie ist ordentlich geritten, sie geht sauber, sie geht taktler. Aber wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt, dass sie rennen kann und starkes Tempo hätte und so weiter. Und es geht uns eigentlich nur darum, dass sie so ein bisschen zufrieden, ein bisschen rund läuft. Das war so einer der Hauptprobleme. Wir haben auch immer wieder sie sehr leicht beschlagen oder gar barfuß vorne gehen lassen, wenn nur erreichen wollten, dass sie einigermaßen leicht und stabil den Tölt annimmt. Und das macht sie jetzt so recht ordentlich. Hat immer noch dieses Problem mit Kopf, Hals, rauf, runter. Das ist noch nicht so im Griff, wie es sein sollte, aber da sind wir dran. Wenn man noch den Reitstil von Jeanette anschaut, dann sieht sie, wie sie versucht, mit tiefer Hand das so ein bisschen im Griff zu halten. Aber das ist noch ein Stück Arbeit. Ansonsten vom Temperament her und Charakter her ist sie recht einfach, recht unkompliziert. Und wenn sie denn mal so geht, wie wir es gerne haben wollen, sieht sie auch dann sehr schön aus. Eigentlich bin ich rundum zufrieden, aber deutlicher Hinweis, die ist noch nicht fertig ausgebildet. Aufgrund der Problematik, die wir gerade gesehen haben. Okay, Jeanette, dann die anderen Gangarten. Traf haben wir logischerweise nahezu gar nichts gemacht. Ab und an mal getraben, um ein bisschen die Haltung zu bearbeiten, aber
Eigentlich wollen wir sie gar nicht haben. Wir wollen ja haben, dass sie in den Tölt reinkommt. Ja, okay. Der Galopp ist aus dem gleichen Grund, den ich eben beim Trab erwähnt habe, auch eher knapp, so ein bisschen gekratzt vorne. Und auch das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht jetzt die Vorhandbewegung herausreiten, sondern uns geht es ja eher, die Vorhandbewegung unten zu lassen, dass sie eher so ein bisschen kurz und flach läuft vorne, um halt eben sie möglichst stabil und leicht in den Tölt reinzubekommen. Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es bisher jetzt so entwickelt hat. Aber es muss noch mehr gemacht werden. Okay. Wie eben schon mal ganz kurz sehen konnten, ein eher guter bis sehr guter Schritt. Und jetzt an der Haltung sieht man, dass wir da schon deutlich dran gearbeitet haben, okay. Also sie hat schon Deutsch gelernt, was Nachgeben ist und muss es halt eben nur in Anführungsstrichen umsetzen, um es auf dem Trail zu machen. Also schon noch etwas Arbeit mit dem Pferd, aber keine extrem schwierige Arbeit. Okay, danke.